Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist wieder Hallzeit. Jawohl. Ach, es ist so schön. Ja. Ich war mal wieder auf dem Flohmarkt unterwegs. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. So, und wie immer, ich gehe immer auf den Flohmarkt und denke, da wird wieder nichts. Und immer wieder überrascht mich der Flohmarkt mit schönen Funden. Und heute ging es auch relativ schnell los. Was witzig war, dass ich auf diesem Flohmarkt schon einmal war, aber dass mich mein Navi, ja, Google Maps halt, diesmal anders dahin gelenkt hat. Ich bin also mit einer völlig anderen Buslinie gefahren und kam ganz woanders raus und dachte, hä, das ist doch völlig falsch hier. Egal, man hat es trotzdem gefunden. Es ging auch und auf der Rücktour habe ich dann die andere Richtung genommen. Das ging dann klar. Erster Fund des Tages. Die Arche Noah. Die Abenteuer des Masopilamis. Band Nummer 6. Den habe ich noch nicht, glaube ich, hoffe ich. Und er riecht auch noch gar nicht nach Keller. Nein, er riecht wirklich nicht nach Keller, das haut hin. Er ist ein bisschen schmuddelig, das passiert manchmal bei solchen Bänden, frag mich nicht warum. Und Masopilami-Abenteuer sind natürlich toll, genauso wie die Spirou- und Fantasio-Abenteuer. Franco-belgische Sachen, da stehe ich drauf. Also von daher ist das auf jeden Fall eine coole Sache und ich habe auch mindestens die ersten drei. Also Tumult in Palumbien habe ich, Panda in Panik habe ich, schwarze Masopilami habe ich auch. Und jetzt habe ich auch noch Band Nummer 6. Ich glaube, Band 4 und 5, die könnte ich eventuell noch suchen. Aber so ist das ja, deswegen geht man ja auch im Flohmarkt, damit man sowas findet, ja? Ich habe ihn noch gefragt, ob er noch andere Sachen da hat. Er sagt, nee, habe ich nicht. Ich sage, schade. Er hat auch noch geguckt. Ich hätte da noch alte, was hätte ich da noch kaufen können? Alte Videogame-Zeitschriften. Bin ich auch immer wieder fasziniert, mal in diesen alten Zeitschriften zu blättern. Ich finde das immer sehr, sehr witzig, aber ich habe die früher alle selber gehabt und habe die alle weggeschmissen. Warum soll ich die neu kaufen? Ja, also von daher war das hier auf jeden Fall direkt ein schöner Fund, gleich zu Anfang an. Er wollte 3 Euro haben, ich habe da gar nicht mehr verhandelt. Ich habe gesagt, komm, 3 Euro gebe ich dir, ist okay. Wahrscheinlich wirst du den billiger kriegen als diese 3 Euro, wenn du Glück hast, aber vielleicht auch nicht. Ihr seht das ja jetzt, weil ich blende ja jetzt wieder die Soul Listings ein. Soul Listings, klar, weil zu dem Preis sollte es sich mal verkauft haben bei eBay oder irgendwo anders. Ja, wenn hier drin steht aktuelles Angebot, dann gibt es keine Sold Listings. Dann ist das halt das aktuelle Angebot. Das muss man dann jetzt gerade löhnen, wenn man das Ding haben will. Ja, aber was es gebracht hat, ist normalerweise seht ihr die Sold Listings. Also von daher, 3 Euro habe ich hier bezahlt, fand ich gut. So. Dann ging es weiter. An einem weiteren Stand war ein Konvolut von Comics aufgebaut. Und das finde ich immer gut. Ja, aber die waren so gestapelt. Das heißt, man musste jedes einzelne runternehmen, um zu gucken, was da war. Aber so halb seitlich lächelte mich das hier so ein bisschen an. Ja? Und ich so, oh, das, warte mal, das kennst du, das ist Phantomias. Phantomias findest du geil. Ihr wisst ja, lustige Taschenbücher nehme ich eigentlich immer nur dann mit vom Flohmarkt, wenn ich sonst gar nichts finde. Das ist wirklich so der Notgroschen. Die sind ja dann auch immer witzig, die lese ich dann einmal und dann verkaufe ich die oder gebe die weiter. Ich brauche sie nicht. Das will ich nicht sammeln. Aber das hier ist Phantomias. Und Phantomias ist einer der coolsten Charaktere aus der Welt von Disney. Ja, und er ist sogar ein Charakter, den es im Prinzip in den USA gar nicht gibt. Ja, den gibt es gar nicht. Den haben wir hier exklusiv in Europa oder in Deutschland sogar. Und das sind halt einfach von 1996, was ja auch schon, man riecht es auch, ja, was ja auch schon ganz weit draußen ist, 1996. Der ein oder andere von euch war auf 1996 noch gar nicht auf der Welt. Obwohl, naja, geht. Ich habe einen relativ älteres Publikum hier, was ich anspreche, glaube ich. Aber vielleicht ein paar von euch, ne? Manche von euch ist das vielleicht das Geburtsjahr. Ja, Phantomias Comics finde ich mega geil. Gerade weil es auch Heft 1 ist, ne? Und Heft 2. Und ratet mal, na, Heft 6. Ja, so muss das. Aber das Cover ist geil. Schaut mal hier mit den Terrorenten, die hier mit drauf sind, finde ich mega cool. Ja, und die Cover sind auch immer so rundum. Schaut mal, das ist irgendwie so. Na, ist das mal nass geworden? Nee. So rundum Cover. Finde ich mega geil. Also, ich feiere diese Hefte total. Ich habe gefragt, was er haben will. Er wollte 2 Euro pro Heft haben. Ich habe gesagt, das wären ja 6. Ich sage, gehen auch 1,50. Dann wären wir bei 4,50. Da hat er gesagt, macht er. Macht er. Also 4,50 für diese 3. So, und dann habe ich den Stapel aber nochmal weiter durchgeguckt. Und dann ist mir das hier ins Auge gefallen. Action Figure News and Toy Review. Mit so einem wunderschönen Star Wars Cover. Und ich so, alte Spielzeugzeitschriften. Das könnte ja interessant sein.
Ja, und dementsprechend habe ich ihn gefragt, was er da dann für haben will. Also, ja, komm, dann auch 1,50. Alles klar. Das heißt, ich habe da 6 Euro bezahlt und habe da meine 4 Hefte gehabt. Und dann habe ich halt das Ding hier gehabt. Hier steht ein Preis drauf von 9,90 Mark. Von Pin-Up wurde das mal gekauft. Aha. Steht sogar noch die Telefonnummer drauf. Poster und so weiter gab es da. Und auf der Rückseite seht ihr wunderbare Werbung für die klassischen Star Trek Toys. Ja, innen drin habt ihr einige farbige Seiten mit verschiedenen klassischen Star Wars Toys. Es gibt hier einen Bericht. Die Zeitschrift kommt mir teilweise sehr bekannt vor. Also gefühlt ist das wieder Toy Hunters Journal. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das nicht sogar teilweise die gleichen Berichte drin sind. Weil, schaut mal hier, wenn wir das... Wo haben wir denn denn? Wo haben wir denn in dem Bericht hier? Ja, auf jeden Fall ein witziger Bericht drin über... Bin ich blind? Da ist er. Hier, diese Seite mit diesen Kaiju-Geschichten. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das ganze Ding ist natürlich komplett auf Englisch. Ja, und es riecht furchtbar schlimm nach Keller. Also der Kellergeruch ist hier wirklich real. Das ist so ein Ding. Das ist ja nicht mal wirklich Kellergeruch. Das ist tatsächlich eine Papierverwesung. Ja, das klingt nicht gut, aber es ist tatsächlich so. Das Papier fängt an mit der Zeit so ein bisschen zu vergammeln und das ist halt der Geruch, der dabei entsteht. Das ist jetzt nichts Schlimmes und es ist auch nicht schädlich, aber es ist halt natürlich nicht schön, wenn man davon viel in der Wohnung stehen hat. Ja, deswegen immer gut auslüften das Zeug. Es soll Leute geben, die haben das weggekriegt, indem sie es in die Tiefkühlung gepackt haben. Das hat bei mir noch nicht funktioniert. Also Tiefkühltruhe hat bei mir noch nicht funktioniert. Wir gucken mal, was hier sonst noch so drin ist. Guck mal, ja, es sind nicht so viele farbige Seiten, aber die Seiten, die in bunt sind, sind sehr, sehr schön. 1,50 für das Magazin fand ich absolut in Ordnung. Und jetzt dachte ich schon so, okay, jetzt hast du schon Comics gekauft, es wird bestimmt ein comic-lastiger Flohmarkt. Und es gab auch dann wieder lange Zeit überhaupt nichts. Na, es war überall buntes Zeug, aber diese bunten Kisten, es war ganz viel Paw Patrol oder die eine hatte Polly Pockets da liegen, das fand ich auch ganz toll. Es waren aber aktuelle Polly Pockets oder so Neuauflagen, nicht das alte Zeug. Und Polly Pocket bin ich auch eher raus. Wäre Mighty Max da gewesen, ihr wisst Bescheid, da hätte ich sofort mitgenommen. Ja, da natürlich wieder viele Leute mit altem Werkzeug, witzigerweise, die Leute, die das alte Werkzeug haben, die haben immer eine Kiste mit alten Spielzeugautos da stehen. Und inzwischen kennt man ja die ganzen Pappenheimer vom Flohmarkt schon und ich habe das Gefühl, ich habe schon sämtliche Kisten, die da rumstehen, 100.000 Mal durchgeguckt. Also es gibt immer Kisten mit Autos und es gibt immer Kisten mit Dinosauriern. Und in diesen Dinosaurierkisten können immer mal auch gute Sachen mit drin sein. Also ich meine, klar, Dinosaurier sind immer cool, aber ne, manchmal verstecken sich da dann auch geile Jurassic Park Dinosaurier oder von irgendwelchen anderen rein. Naja, auf jeden Fall bin ich dann wieder weiter und weiter und weiter und es gab viel, viel Müll. Ich habe, was heißt Müll? Na, ich will das gar nicht als Müll bezeichnen, es ist ja kein Müll, es ist ja Trödel, es sind ja Flohmarktsachen. Na, aber na, wenn man dann so guckt und sagt, ach komm ey, das ist doch wirklich... Bei manchen Leuten, da liegen Sachen, da denkst du, das ist so... Also zum Beispiel gab es einen Stand, da lagen aber Bockwürste. Ja? Bockwürste im Glas und irgendwie Würstchen in der Dose. Einfach mit dabei. Das ist so, die hat er verkauft, ja, die haben sie verkauft. Die sind nicht irgendwie dazu da gewesen, um selber gegessen zu werden, die wurden verkauft. Ja, und das war nicht mal irgendwas Besonderes irgendwo, wo du sagst, oh, die kommen jetzt hier aus, weiß ich nicht was, ne? So, was habe ich noch Schönes gesehen? An einer Stelle lag eine AC/DC Bierdose, halb Liter. Fand ich auch sehr, sehr cool. War natürlich uralt und 1000 Jahre abgelaufen. Würde ich auch nicht haben wollen, aber ich fand es halt spannend. Ne? Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, auch mal ein paar Fotos zu machen auf dem Flohmarkt, damit man das vielleicht dann auch nochmal sieht. Ihr wisst ja, das Gefilme auf dem Flohmarkt, das ist nicht, erstmal ist das gar nicht so... So ganz ohne, weil das zwar ein öffentlicher Platz ist, aber eigentlich, du brauchst die Zustimmung der Leute, ja, und das ist eigentlich nicht ganz okay, weil man nicht erwarten muss, dass man da gefilmt wird. Ja, wenn du Leute filmst, musst du sie sowieso alle komplett verpixeln oder, wie gesagt, vorher die Erlaubnis erfragen. Manche Leute mögen es nicht, wenn man ihren Stand filmt und ich mag es dann nicht, wenn ich nur den Fußboden filmen kann und meistens die Sachen, die ich zeigen will, gar nicht zeigen kann, weil ich das Handy in der Hand halte oder, ihr wisst Bescheid, ich mag das nicht so gerne. Ja, dementsprechend erkläre ich euch lieber, was ich so gesehen habe. An einer Stelle gab es übrigens noch eine Glücksbärchi-Videokassette. Das Cover war aber ganz komisch, da war dieser Löwenherz drauf. Also nicht die regulären Glücksbärchis, sondern schon diese anderen, diese Friends. Und das Cover hatte einfach nur ein Bild aus der Folge. Ich so, hä, völlig merkwürdig, aber egal. So, dann gab es wieder einen schönen Stand, wo ich dachte, ach, guck mal, na, unten stand eine Kiste mit Autos, dann stand da wieder eine Kiste mit Playmobil. Es sind immer die Kisten mit Playmobil. Und jedes Mal falle ich drauf rein, gucke da drin rum und finde immer nichts Spannendes. Aber dann fiel mir an einer Stelle in einer Kiste das hier auf. Und in dieser Kiste lag sonst nur komisches Zeug. Also Zeug, das ich jetzt gar nicht so einordnen kann. Von verschiedenen Toylines und so Kleinkrams und so. Aber da lag dieser Batman mit dabei. Ja. Ich bin Batman. Und der hat ein Stoffcape, das finde ich ganz schick. Der hat große Füße. Na, er war komplett verdreht. Das heißt also, sein,
sein Schritt war nach hinten gedreht, sein Popo war vorne, die Beine waren verdreht, der ganze Oberkörper war verdreht. Und ich habe mir den jetzt gerade wieder so hingedreht. Da gehört auch noch irgendwas in die Hand, weil der hat hier so einen Triggerfinger. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine DC Legacy-Figur von 2011. Und die ist wohl tatsächlich gar nicht mal so unselten. Ne? Die Oilies sind noch dran. Ich finde, der sieht schick aus. Der hat diesen etwas überzeichneten Stil. Das mag ich persönlich relativ gerne. Und auch wenn ich eigentlich keine Batman-Figuren im großen Stile sammle, habe ich den einfach mal mitgenommen. Vor allen Dingen, weil der hat... Das kann ich so gar nicht erzählen, wenn ich bin noch gar nicht fertig. Weil in derselben Kiste habe ich nämlich noch zwei andere Sachen gefunden. Das heißt, ich habe den hier gefunden. Ich habe blaues Holi an der Hand. Das passiert. Und dann habe ich in der Kiste auch noch das hier gefunden. Ja. Ja, und das ist bewegliche Beine und so. Und das dürfte ein Pokémon sein. Ein Pokémon. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Und dann war er noch dabei und das fand ich auch ziemlich geil und das habe ich natürlich nicht erkannt. Leute, was denkt ihr denn? Meinst du, ich habe Ahnung davon? Selbst hier habe ich gedacht, ja, sieht witzig aus, wird schon irgendwas sein. Da fällt mir glatt der Batman um. Ja, und hier war es halt genauso. Ich habe doch keine Ahnung von dem Zeug. Ja, das hier ist dann natürlich auch mit dabei gewesen und da dachte ich sofort, ja, geil, das ist cool, der sieht super aus. Und was ist es? Ja, Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! Geht natürlich auch immer klar. Sieht man auch nicht sehr oft auf dem Flohmarkt tatsächlich Yu-Gi-Oh!-Figürchen. Eher selten. Die meisten Leute haben, wenn, dann mal so ein paar Pokémons. Ja, aber Yu-Gi-Oh! Ist eigentlich eher relativ selten und dementsprechend. Es könnte sein, dass hier was fehlt. Ja, aber ist egal. Und ich habe für diese drei Ich habe für diese drei Figuren zusammen 6 Euro bezahlt. Ja, also könnte man sagen, ich habe für den 2 Euro bezahlt. Ich habe für den hier 2 Euro bezahlt. Dadurch, dass der bewegliche Beinchen hat, ist das okay. Und für den hier auch 2 Euro. Also, na, nochmal. Nochmal zum Mitschreiben, na, damit ich es jetzt unten einblenden kann. Also, für den 2 Euro. Für den Kollegen hier auch 2 Euro. Cool aus, ne? Und er fällt mir direkt aus der Hand. Wow, magisch. Wie er einfach weg war, oder? Und für dieses Yu-Gi-Oh!-Viech auch 2 Euro. Ja. Da bin ich an einem Stand vorbeigekommen, die hatten, ich sagte erst, es wäre ein Moorhuhn. Und wäre es ein Moorhuhn gewesen, hätte ich es tatsächlich mitgenommen. Es war aber nur ein Hühnchen. Und das war so ein Hühnchen, das ist von irgendeiner Schokoladenmarke gewesen. Da war dann auch der Name von der, na, das ist dann so eine Beigabe, das gab es dann zu Ostern zusammen mit einer Packung Schoki. In so einer großen Verpackung wahrscheinlich. Und das war so ein sprechendes Viech. Das stand da, da war dann rumtanzen und hat komische Musik gemacht und so. Und sie wollte das unbedingt loswerden. Sie wollte 4 Euro dafür haben. War ein super Preis eigentlich. Wäre es ein Moorhuhn gewesen, wäre es sofort eingepackt gewesen. War aber kein Moorhuhn, deswegen habe ich stehen gelassen. 4 Euro, ich hoffe, sie ist es noch losgeworden. Direkt am Nebenstand lächelt mich ein Murloc an. Ihr kennt das Geräusch. Ja, Murloc von World of Warcraft. Fand ich auch ziemlich super. Und ich fragte sie dann, ich habe ihn in die Hand genommen, habe dann da drauf rumgedrückt, habe dann dieses Geräusch. So ungefähr, ja. Ich hatte lange Zeit Baby Murloc als Sound bei meinem WhatsApp oder so. Oder was man da damals benutzt hat. Am Handy auf jeden Fall. Damals noch so ein altes Ding, so ein Nokia-Todeshammer. Ja, ging das da schon? Ich glaube nicht. Das muss irgendwas Späteres gewesen sein. Auf jeden Fall hatte ich dann diesen Murloc in der Hand. Es war auch ein Plüschi. Der war aber jetzt nicht plüschig, sondern es war eher so eine Stofffigur, die sitzend war. Und er war pottenhässlich, wie sich das für einen Murloc gehört. Er war also kein Baby-Murloc oder so. Und sie rief dafür 15 Euro auf. Ich habe gesagt, ich überleg's mir. Und wie ihr seht, ich bin da nicht nochmal hingegangen. Es tut mir auch fast ein bisschen leid. Also ich hätte den tatsächlich kaufen können. Ich fand den cool. Und für 15 Euro war der mit Sicherheit auch nicht zu teuer. Ja, aber ich habe es dann gelassen. Kein Murloc für Mike. Ja, Baby Murloc wäre mir aber auch lieber gewesen. Die mag ich lieber. Die Kleinen sind niedlicher. Ja, aber sie fand das auch witzig, dass ich den erkannt habe. Weil andere Leute hatten sie gefragt, was willst du denn für den Frosch? Und ich habe gleich gesagt, hey, was willst du denn für den Murloc? Und sie so, ah, da kennt sich jemand aus. Ja, ich habe 10 Jahre lang WoW gespielt oder 8 oder so, keine Ahnung. Ja, womit habe ich aufgehört? Mit welchem Addon? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Pandaria habe ich noch gespielt und das danach habe ich auch noch Cataclysm. War das Cataclysm nach Pandaria? Ich glaube ja, das habe ich auch noch gespielt und dann habe ich irgendwann aufgehört.
das war dann nicht mehr so. Ne? World of Warcraft. Aber war eine schöne Zeit. Ich habe es sehr genossen. Ich habe da viele Freunde kennengelernt. Ich habe viele Freunde besucht auch in der World of Warcraft-Zeit. Das war auch sehr schön. Aber ich schweife ab. Weiterer Stand. Wieder eine Kiste mit Ü-Eier-Sachen. Und obwohl ich ja keine Ü-Eier-Sachen kaufe, prinzipiell schon nicht mehr, ja, gucke ich trotzdem meistens rein in diese Kisten. Und das solltet ihr auch tun. Also kleiner Flohmarkt-Tipp mal wieder. Ja, auch die kleinen Kisten reingucken, wo Sachen drin sind, wo ihr sagt, das muss nicht unbedingt sein. Also ja, Ü-Eier-Sachen sammle ich nicht, gucke ich nicht. Doch, guck doch rein, denn es könnte sein, dass sich da sowas Schönes verbirgt. Ja, wir haben hier nämlich eine wunderbare Donald Duck-Figur. Das ist jetzt die Frage. Ich habe schon geguckt. Ich konnte jetzt nicht genau rausfinden, von wann sie ist. Ich kann auch nicht genau rausfinden, was sie ist. Es gibt Leute, da manche sagen Cake-Topper. Das glaube ich aber irgendwie nicht, weil das passt nicht. Es steht auch leider keine Jahreszahl drunter, aber es ist auf jeden Fall Disney mit Copyright. Und ich finde, der sieht super aus. Ja, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ein Donald kann man auf jeden Fall immer machen. Und der ist dann auch noch schön wütend und böse. Ja, gefällt mir. Nam Kung, Liverpool, UK, China, überall, der kommt von überall her. Kannst mal sehen. Habe ich erzählt, was ich für den bezahlt habe? Nee, habe ich nicht. Siehst du wohl, Mike. Hättest du fast verpasst. Warum sagt ihr denn nichts? Wenn ihr euch 50 Cent bezahlt. Das ist immer das Schönste, ne? Wenn du dann, ne, du guckst dann in diese Kiste, siehst irgendwas, was da eigentlich gar nicht reingehört, ne? Weil zu den Ü-Eier-Figuren gehört er definitiv nicht. Und ich sage, was wollen sie dafür haben? Und dann schon dieses... Und dann weißt du schon, alles klar. Entweder wird jetzt gleich 7 Euro aufgerufen oder sie sagt was Niedriges. Und sie hat gesagt, was hat sie gesagt? 50 Cent hat sie gesagt. Genau, und für 50 Cent ist das auf jeden Fall was, was der Mike mitnimmt. Jawohl. Ne? So, dann ging es weiter. Und das war auch wieder lustig, weil das war irgendwie wieder so eine Schale, wo aber kein, also das war so eine Gitternetzschale, die aber so weit auseinander war, dass die Hälfte der Figur halt unter der Schale hing, so halbwegs. Und ich habe den aber trotzdem entdeckt und ich so, hey, das ist doch Buzz Lightyear. Ja, und ihr wisst ja, Buzz Lightyear-Figuren, die sind hier immer gern gesehen. Ich weiß nicht, ob man das noch runterklappen kann, keine Ahnung, ich kann es nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, von wo der ist. Ich sehe aber, dass unten drunter Tim unterm Fuß steht. Da müsste da Andy stehen, oder? Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das jemand sich selber drunter geschrieben hat. Deswegen finde ich das gerade total niedlich. Ich weiß nicht genau, aus welchem Jahr er ist. Er ist auf jeden Fall merkwürdig, weil das ist halt wieder so ein Buzz Lightyear, der irgendwie so ein Extra hat. Sowas, also Figuren, die so komisch aussehen, identifiziere ich immer mit McDonald's-Figuren oder Burger King. Es kann sein, dass der von da ist, aber wenn er von McDonald's oder Burger King ist, ist der ziemlich geil, weil der ziemlich groß auch ist. Ja, und er hat halt diese Funktion. Hier sind so zwei Scherben drin, so zwei so Gullideckel oder so. Na, und die kann man hier hinten so... Oh, die finde ich nie wieder. Gottverdammt. Das war jetzt echt nicht geplant. Ne? Beim letzten Mal schoss er das nicht so weit weg. Es ist auf jeden Fall eine Funktion, dass der hier diese Scheiben wegschießt. Und es sind zwei Scheiben dabei. Zumindest ist jetzt noch eine dabei. Na, und so Buzz Lightyear-Figuren für einen schmalen Taler lasse ich eigentlich nie liegen. Nehme ich immer mit. Für den hier habe ich jetzt bezahlt 2 Euro. Komplett mit allen Scheiben 2 Euro. Finde ich in Ordnung. Machen wir. Ja, so. Oh, das ist doch schon eine gute Ausbeute, oder? Ich bin doch schon zufrieden, oder? Ich hoffe, ich finde die Schere da hinten wieder. Zum Glück habe ich hier so ein... Ich komme da an diese Ecke nicht gut ran. Ja, das ist eine Ecke, da stelle ich immer alles mit hin, was ich so an Actionfiguren habe, was weg soll. Und da steht auch meine Softbox und viele andere Kisten. Aber davor steht das Sofa und dahinter kommst du nicht. Das heißt, das ist so eine tote Ecke, wo ich nur von hier vorne so drüber klettern kann. Und diese Scheibe da jetzt irgendwo unten liegt und wird die nie wieder gefunden. Aber gut, egal. Sie ist auf jeden Fall noch da. Der nächste Fund war auch ein Stand, wo ganz, ganz kleine Autos von Cars standen. Die fand ich super und sie wollte aber noch 3 Euro pro Auto haben. Ich habe auch nicht nachgefragt, das hat der neben mir gefragt. So, und dann lag zwischen dem ganzen Kladderadatsch aber das hier noch. Und diese Figur hat tatsächlich bessere Zeiten gesehen. Sie ist nicht im besten Zustand. Sie ist sehr, sehr abgenutzt. Ich frage mich, wie man diese Figur so abgenutzt bekommt. Also selbst wenn man als Kind damit spielt, ist es nahezu unmöglich, die so abzunutzen. Es sei denn, man zieht die irgendwie und schleift die irgendwo, weiß ich nicht, keine Ahnung, über eine Schleifmaschine oder so. Aber es ist ja Joffrey. Es ist ja Joffrey. Es ist Joffrey. Joffrey, ihr wisst Joffrey. Kennt ihr noch? Damals.
Damals gab es einen Laden, der uns alle glücklich gemacht hat. Sein Name Toys R Us. Und Toys R Us war gar nicht so ewig lange in Deutschland unterwegs. Früher gab es andere Geschäfte. Wir hatten hier in unserer Stadt gab es ein Giesecke zum Beispiel. Da haben wir unser Spielzeug ab und zu mal gekauft. Aber so Toys R Us, das kam erst viel später. Als das Gewerbegebiet da irgendwo aufgebaut wurde, haben sie da auch irgendwann Toys R Us hingestellt. Und die sind ja irgendwann verschwunden und so teilweise übernommen. Jetzt sind es Smith Toys und in den USA gibt es teilweise Toys R Us so als kleine, da sind da so zwei Regale, da steht dann oben drüber Toys R Us und da siehst du die alte Giraffe da. Das ist also weg vom Fenster, was sehr, sehr schade ist, weil Spielzeug ja eigentlich immer gehen sollte. Ne? Also Spielzeug ist irgendwas, wo ich mir denke, warum geht so ein Laden weg? Woran liegt das? Naja, vielleicht liegt es an irgendwelchen gierigen Großhändlern. Ich weiß es nicht. Die einfach viel zu viel Geld für die Sachen verlangen und die Importkosten aber zu hoch sind. Wir haben hier auf jeden Fall die Joffrey-Figur von, ich glaube, 2017 ist sie. Deswegen irritiert es mich umso mehr, dass die so zerlumpt aussieht. Und ich sehe das auch jetzt erst, dass die so richtig zerlumpt aussieht. Das ist mir gar nicht erst im ersten Moment aufgefallen. Aber Joffrey ist eine Figur, die inzwischen relativ rar ist, weil es diesen Laden einfach nicht mehr gibt. Ja, es gab, ich habe da an der Seite, das könnt ihr leider nicht sehen, da steht das ganze Ding in Originalverpackung. Habe ich mal irgendwann gekauft. Sie wollte damals irgendwie 15 Euro haben. Ich habe sie runtergehandelt auf einen guten Preis und habe gesagt, das ist dann in Ordnung für mich. Bei der Figur habe ich jetzt nicht gehandelt tatsächlich. Die wollten 2 Euro haben. Und auch wenn der Zustand nicht ideal ist, es ist einfach Joffrey, die Giraffe von Toys R Us, für 2 Euro. Das kann man machen. Ja, das ist in Ordnung. Na, vielleicht wäscht man die noch einmal ab, aber dann hast du wahrscheinlich noch mehr Farbverlust. Ja, vielleicht kann man das noch retten. Einfach mal so ein bisschen braune Farbe und dann läuft die Sache wieder. Ne? Kann man ja machen. Kann man ja machen. So, dann habe ich noch meine Nachbarin getroffen. Ne, die war dann auch im Flohmarkt unterwegs. Ich so, Mensch, na, und hast du was gefunden? Ja, so ein Kissen. Und sie hatte noch immer hier anderen Klamotten oder so. Also die ist dann auch immer mit am Start. Ja, sehe ich ganz oft auf dem Flohmarkt. Ne? Man freut sich, wenn man sich sieht und quatscht auch manchmal ein bisschen. Ne? Aber heute war ich ein bisschen kurz angebunden. Und so, ja, dann mach mal weiter so. Ne? Ich war dann noch am Suchen. Ne? Ihre Freundin war auch schon weiter am Laufen da. Von daher, ne, hatten wir da jetzt nicht so viel Gelegenheit. Und ja. Ja, und ich dachte jetzt schon, oh, das war's jetzt, ne? Und ich meine, ja gut, es sind ein paar Figuren, es sind ein paar Comics, ich bin zufrieden eigentlich. Auch wenn natürlich die Busfahrt hin und zurück natürlich noch extra gekostet hat, das muss ich ja immer irgendwie ein Stück weit mit reinberechnen, ne? Und dann kam ich an einen Stand vorbei, der war richtig bunt und es standen ohne Ende Skylander-Figuren da und ich fand das mega geil. Ja, Skylander-Figuren sammle ich nicht und ich habe auch keine Skylander-Figuren gekauft, keine Sorge, alles ist gut, ja? Aber die hatte halt auch noch so Kisten da stehen. Und da gab es eine Kiste mit so Star-Wars-Figuren, da war Jango Fett mit dabei, Darth Maul. Es war auch jede Menge Zubehör mit dabei und sie wollte für die Star-Wars-Figuren so 2,50 Euro, 3 Euro haben. Und auch das wäre in Ordnung gewesen, das waren ganz gute Star-Wars-Figuren. So, ne? Dann hatte sie eine Kiste mit Marvel-Figuren da stehen, da gab es dann Groot als Teenager und Rocket und dann Figuren von so einer Kinder-Marvel-Reihe, die dann so ein Rhino und den Green Goblin, dann so ein bisschen klobiger. Ja, und dann waren aber noch Thor und Captain America und so dabei. Alles so als mittelklein-große Actionfiguren. Also nicht die ganz großen, die hatte sie auch da, diese Klopper, ja, sondern eher so kleinere. Und für diese wollte sie jeweils 5 Euro haben. Das war auch absolut fair, absolut faire Preise. Ja, also die Preise waren in Ordnung. Da hätte man noch ein bisschen runterhandeln können und sie war auch sehr bereit zu handeln. Und dann hat sie in der Kiste da stehen. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da ein Euro dran stand. Ein Euro. Ein. Ja, pro Teil aus dieser Kiste. So. Und was in dieser Kiste drin war, das zeige ich euch nämlich jetzt, denn ich habe einfach die ganze Kiste gekauft. Und ich habe noch mehr gekauft als diese ganze Kiste, denn sie hatte auch ein paar Sachen, die nicht in dieser Kiste lagen, was auch merkwürdig war, die sie mir dann aber trotzdem für 1 Euro verkauft hat. Das fand ich nämlich auch ziemlich geil. Ich habe insgesamt 13 Euro an diesem Stand ausgegeben, was absolut ein Schnapperpreis ist. Den ersten Apparat, den ich nämlich gesehen habe, der mir direkt ins Auge gefallen ist, und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, ob der wird nicht komplett sein, also da fehlt garantiert irgendwas. Das ist einfach hier so ein riesen Power Ranger. Ja. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Reihe der ganz genau ist. Er ist auf jeden Fall ziemlich cool. Er hat hier so ein paar Funktionen. Man kann das hier oben auch vorne zuklappen und so. Und ich weiß nicht, ob man das hier dann drehen kann. Da hinten auf der Rückseite hat er irgendwas zum Drehen. Ja, man kann das dann hier so hochklappen und dann sieht das ziemlich geil aus. Und ich finde den optisch sehr ansprechend. Also ich finde, der sieht optisch echt gut aus, auch wenn das Plastik ein bisschen billig aussieht. Muss man ja dazu sagen. Also vom Kunststoff her ist er relativ billig. Ne, er hat auch ganz komische Beweglichkeiten. Also du kannst die Beine nur so drehen, ne, aber du kannst die Beine nicht kippen. Und der hat auch keine Hüftartikulation, der kann die Hände natürlich bewegen, das geht. Und du hast halt hier die Möglichkeit, so die Klingen und so und die Sachen hier so zu drehen. Frag mich nicht. Ja? Ich habe den tatsächlich schon gegoogelt. Ja, Google Lens ist dein Freund. Ja, damit kann man solche Sachen mal rausfinden. Ich glaube, der hat sogar eine Rakete zum Abschießen. Wo ich aber nicht weiß, wie es geht.
ich schieße jetzt hier nichts mehr ab, das verschwindet sonst wieder in Nirvana. Ja, und der ist auf jeden Fall ziemlich cool irgendwie. Aus der 1-Euro-Kiste. Flap, flap, flap. Ja, für 1 Euro. Und wie gesagt, ich habe den schon mal nachgeguckt. Wenn man den jetzt komplett in neu kauft mit Verpackung, soll der 30 Euro kosten. Da freuen wir uns doch. Und von daher habe ich den dann für 1 Euro, habe ich gesagt, komm, ich nehme die ganze Kiste mit. Also na, nicht die ganze Kiste für 1 Euro, aber jeweils 1 Euro. Da kannst du auch nicht Nein sagen. So ein Power Ranger für 1 Euro in der Größenordnung, pff, locker. Locker. Ja, bist du auch locker wieder los, wenn du den nicht behalten willst. Und sie meinte dann, das wäre die Kiste mit den Transformers. Und da hat sie auch nicht ganz Unrecht. Ja? Denn es waren auch 3 Transformers mit dabei. Sie hielt den auch für einen Transformer. Also das ist jemand, die hatte das von ihrem Sohn noch. Das war noch übrig. Ja? Und hat da wirklich dann tolle Preise gemacht. Und ich fand das super. Fand das super nett. Der war nämlich auch noch mit dabei. Ja? Und das ist irgendwie von Transformers Prime. Das leuchtet in der Theorie auch auf. Wenn man hier hinten drauf drückt, dann leuchten da die Augen blau. In der Theorie, da leuchten die Augen blau. Und der hat halt auch gar keine Beweglichkeit. Und das ist, wenn ich das richtig sehe, eine Burger King-Figur, die auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Könnte auch schon von 2010 sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war schwer, diese Figur exakt wiederzufinden. Ja, ich habe tatsächlich nur ein Konvolut bei Kleinanzeigen gefunden mit noch einem Optimus Prime. Und da stand halt Burger King 2010 von Transformers Prime. Ich weiß aber nicht, ob Transformers Prime von 2010 ist. Lag halt mit dabei für 1 Euro. Nehmen wir doch mit. So, dann gab es noch den hier. Der lag auch noch mit dabei für 1 Euro in dieser Kiste. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier richtig transformiert ist. Kann sein, dass da noch Schritte sind, die ich jetzt nicht gemacht habe oder so. Ja, aber das ist halt einfach so ein Auto. So ein bisschen Samurai-Style. Ja, und das ist einfach ein kompletter Transformer. Und ich glaube, der ist auch komplett. Ich hoffe es. Es sieht jedenfalls nicht so aus, ob irgendwelche Teile fehlen. Und könnte Sentinel Prime sein von der Optik, oder? Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Also ich habe nicht alles nachgeguckt. Ich hatte an der Bushaltestelle noch eine Viertelstunde Zeit, da habe ich ein paar Sachen nachgeguckt. Den habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Also vom Gesicht her könnte das so ein Sentinel Prime sein, von der Optik. Ja, aber ist auf jeden Fall es wird auf jeden Fall ein Auto draus. Ja, jetzt sieht es aus, als wäre es ein Auto nach einem Unfall. Aber es wird ein Auto draus, das kann man hier wahrscheinlich relativ schnell transformieren, das Ganze. Finde ich ziemlich witzig, für 1 Euro. Ja, ihr seht, ich grinse. Natürlich grinse ich, bei solchen Preisen grinse ich doch, ja. Ich war sogar kurz davor, als die mir gesagt hat, 13 Euro für die 13 Teile, aber ich sage 10er. Aber dann dachte ich mir, nee, das wäre unverschämt. Dementsprechend habe ich es gelassen. So, dann lag noch mit dabei das Ding hier. Ja, ein Transformer. Und das ist ein Onesie. Da brauchst du nämlich nur so machen. Optimo Prime. Und dann ist der transformiert. Und das ist halt einfach, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das Starscream ist, vielleicht sogar, aus dem Film. I will get you, Optimus Prime. Megatron. War jetzt keine gute Impersonation, ich weiß. Und den kannst du dir einfach so... Onesie Transformer finde ich eigentlich ziemlich geil. Das ist eine coole Sache. So rum ist, glaube ich, richtig. Ich habe den die ganze Zeit falsch fliegen lassen. Der ist auf dem Rücken geflogen. So rum ist richtig. Cool, für 1 Euro. Einfach mal ein Transformer für 1 Euro. Sehr gut. So. Und dann lagen in der Kiste ganz viele Figuren, wo ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte, was das sein sollte. Aber dann fiel mir der hier ins Auge und der kam mir doch sehr, sehr bekannt vor. Diese roten Lampen sind normalerweise ein Zeichen dafür, dass das eine ganz, ganz billige Figur aus Asien ist. Und auch hier ist das theoretisch möglich, dass das nicht die regulären Veröffentlichungen sind. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil es steht jetzt nicht wirklich was drauf. In der Theorie sind das Jack Specific Real Steel Figuren, die im 2-Pack verkauft wurden, ja, von 2011. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ob die regulär sind, ob die ganz offiziell sind. Es sind Real Steel, kennt ihr, das ist der Film mit Hugh Jackman, wo er mit den Robotern, diese Kampfroboter-Geschichten. Ja, und das hier ist, glaube ich, auch sogar mit einer der Hauptcharaktere. Ist das nicht der Hauptcharakter sogar? Ja, der kam mir so bekannt vor. Ich so, das kennst du. Und ich habe das natürlich gelänzt. Ich wusste nicht, was das ist. Ja, aber ich sagte, ey, die Figuren finde ich total obskur, auch mit dieser Leuchtdiode in der Mitte.
Ja, und ich sage, normalerweise sind das dann immer so Figuren, die aus Asien kommen, aber bin mir nicht ganz sicher. Ja, und wir hatten halt den Kollegen hier. Ja. Und dann den Kollegen hier, den ich auch ziemlich witzig fand, gerade weil der auch so aussieht wie so ein, ja, komplett zusammengebaut aus tausend verschiedenen Sachen. Manche funktionieren leider nicht mehr. Ja, aber der ist auch witzig. Gefiel mir auch gut. Ja, dann war der hier mit dabei. Die Leuchtdiode ist auch so stark, dass die euch das Auge wegbrennt, wenn ihr da zu lange reinguckt. Ja, das ist dann auch so einer und der hat dann hier noch diese geile... Ja, das ist, ich finde den super. Ich finde die alle super. Ja, und wie gesagt, die sind halt mal in einem Tupac gewesen und ich weiß halt nicht, welche da zusammengehören. Ja, dann gab es hier noch den fand ich auch ziemlich super. Funktioniert der noch? Ja, ja. Der hat ein bisschen kleine Beine, aber einen schön breiten Oberkörper. Sieht auch ziemlich genial aus. Na, dann gab es noch den hier. Den fand ich auch mega witzig. Einfach so einen goldenen Cowboy. Was ich hier irgendwie sehr cool finde, ist, es ist halt wirklich ein Cowboy. Ne? Der hat halt unten die Sporen an den Stiefeln. Dann hier hat er so Trommeln, als wären das so Revolver. Dann hat er einen Cowboy-Hut auf. Na, und sieht halt mega geil aus. Also ich finde die optisch mega geil. Ja, hat der, leuchtet der noch? Ne, der leuchtet leider auch nicht mehr. Ja, die Beweglichkeit der Arme ist halt magial. Na, du kannst halt nach vorne und nach hinten machen. Aber darum geht es ja auch nicht. Das sind einfach witzige Roboter aus einem Film, wo ich gar nicht wusste, dass es Toys gab. Das habe ich halt nachgeguckt und Jack Specific sieht man auch nicht so oft. Und der letzte, und das war auch eigentlich der für mich mehr oder weniger die Kaufentscheidung mitgemacht hat. Ich meine, ich hatte die ersten Sachen gesehen und sah 1 Euro die Sachen aus der Kiste. Beziehungsweise ich hatte die ersten Sachen gesehen und habe den Preis ja noch nicht gesehen. Und hatte sie dann gefragt irgendwann, was sie dann dafür haben will, nachdem ich die dann entdeckt hatte. Und der war für mich dann auch so ein Punkt, wo ich sage, oh, das ist was ich kaufen möchte, weil ich finde, der sieht witzig aus. Der erinnert mich an die Grandizer-Sachen von früher, ja, oder Shogun Warrior. Ja, und das ist halt auch logischerweise einer von den Real Steel-Figuren und der sieht auch super aus. Ja, und ein bisschen Zork. Ist eine Mischung aus Zork und Grandizer und Shogun Warriors und Turtles und weiß ich nicht. Ich finde den super. Ja, das glaube ich hier in dem Film ist das so dieser asiatische Superroboter, der alles kaputt macht. Ich erinnere mich nicht mehr an den Film, ich muss ihn mal wieder gucken. Fand ich auch eine super Figur und das waren jetzt einfach 6 Stück für 6 Euro. Ja, da kannst du nichts falsch machen. Ja. Auch wenn das jetzt vielleicht Knockoffs sind, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, das werde ich noch rausfinden. Aber nichtsdestotrotz sind die super. Ja, und für 1 Euro, da machst du definitiv nichts falsch. Hat mich unheimlich gefreut. Ja, hab die ganze Kiste dann, wie gesagt, mitgenommen. Ich sag, die Kiste nehme ich mit, die habe ich dann schon mal an den Arm geklemmt. Ich habe sie natürlich nachher, die Kiste hat sie wiederbekommen. Na, aber ich meinte halt so, die Kiste nehme ich schon mal mit, bevor jetzt irgendeiner kauft hier. Ja, weil es gab nämlich tatsächlich noch andere Sachen, die ich da gekauft habe. Ja, ich sagte ja, ich habe 13 Euro bezahlt und das ist Wahnsinn. Ja, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja, 13 Teile, 13 Euro. Denn es gab auch den hier noch. Und da war das sehr, sehr witzig, denn da stand ein kleiner Junge mit seinem Vater und der kleine Junge nahm den in die Hand, machte irgendwas und hat den sofort kaputt gemacht. Aber was heißt kaputt gemacht? Da war irgendwie ein Arm rausgebrochen oder so. Irgendein Teil war auf jeden Fall dann lose. Ja, das war dann so rausgezogen. Ich so, ja, das kann man wieder reinstecken, gar kein Problem. Ja, und dann meinte der Vater so, ja, wollen wir nicht lieber so kleine Autos haben? Und dann meinte ich so zu dem Kind, ich sage, wenn du den nicht kaufst, kaufe ich den. Und dann meinte der Vater, ja, dann kauf den, gerne. Und ich so, okay. Ja, nee, für den Kleinen ist das noch nichts, zu kleine Teile. Wo ich mir denke, okay. Ja, dann ne, mit dem Transformieren, den macht er nur kaputt. Ich sage, ja, okay, dann nehme ich den. Ja, und dann hat sie mir den auch mit dazu gepackt und der stand eigentlich nicht in der 1-Euro-Kiste. Ich habe ihn trotzdem für 1 Euro bekommen. Ich habe auch keine Ahnung, wie sehr er sich transformiert und ob der komplett ist. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Plan bei dem. Ja, okay. Könnte sein, dass das auch ein Onesie ist, den ich aber nicht checke. Naja, hier ist auf jeden Fall ein Kopf drunter. Das ist auch so ein Movie-Transformer, glaube ich. Der ist auch gar nicht so alt. 2016, Hasbro, Tomy. Und das ist das Barricade aus dem Film? Könnte sein. Na? Auf jeden Fall auch ziemlich cool für 1 Euro. Machst du nichts falsch. Transformers kosten mindestens 15 bis 20 Euro. In dieser Größenordnung mindestens 16. Also von daher für 1 Euro machst du nichts falsch. Und dann lächelte mich das hier wieder mal an. Jawohl. Rex. Von Toy Story. Und Toy Story Sachen kann ich ja einfach nicht stehen lassen, wisst ihr? Ja, für den Rudi natürlich. Ich behalte die auch selbst, wenn der die nicht will, aber der will die immer. Kann sein, dass er manche Sachen schon 3-mal hat, aber das ist mir dann auch egal. Und für 1 Euro. Für 1 Euro einfach den Rex.
Damit hatte ich nicht gerechnet, also dass sie mir die dann auch noch für einen Euro mitgibt. Ja, und dann hatte ich das eigentlich schon eingetütet, das Ganze, und dann merkte ich, dass der da auch noch liegt. Woodys Pferd. Woodys Pferd. Jawohl, für einen Euro. Woodys Pferd für einen Euro. Hallo. Jawohl, nimmst du doch mit. Der steht leider nicht. Der sollte eigentlich so hü-hot stehen, so. Ja, aber er kippt leider um, weil die Füße ein bisschen schief sind. Ja. Finde ich mega geil. Disney Toy Story, so Figürchen, super. Also auf jeden Fall wieder Wahnsinn. Allein dieser Stand war es natürlich, der war natürlich Gold wert. Ne? Und ich hätte da vielleicht noch mehr kaufen können. Sie hatte noch so ein paar Lion King Figürchen und wie gesagt 1000 Skylander, das war jetzt aber nicht so meins. Ich habe noch einen Skylander für sie nachgeguckt, weil sie hatte so ein Fahrzeug und dachte, ja, das ist ja bestimmt nicht von Skylander. Ich so, doch, doch, das ist ein Skylander Fahrzeug. Und dann habe ich es noch gelänzt und gesagt, hier, guck, Skylander ist richtig. Ja, ich hätte von den Star Wars Figuren noch welche mitnehmen können und auch andere Sachen. Sie hatte Beyblade, hatte sie noch ganz viel da. Da habe ich aber, da habe ich natürlich keinen Bezug zu. Dementsprechend habe ich da nichts von mitgenommen. Aber für die Kiste, also diese Kiste, ne, mit 1 Euro Sachen und dann diese anderen Dinge, die sie mir dann auch einfach noch für 1 Euro mitgegeben hat. Also an welchem Stand kriegst du diese Figuren für 1 Euro? Völlig unwahrscheinlich. Aber man war sich sympathisch, man hat sich gut unterhalten. Ich fand sie auch sehr, sehr nett. Ich mochte diese Figuren. Sie fand es auch toll, dass ich dann so eine Begeisterung für die Sachen entwickelt habe. Und dementsprechend war das dann natürlich auch ein No-Brainer. Ja. Hätte sie noch mehr Transformers da gehabt oder andere Sachen, ich hätte sie alles mitgenommen. Alles. Also in dem Falle. Na, und vor allem war das einer der letzten Stände, die ich an dem Tag besucht habe. Das muss man auch mal sehen. Normalerweise wäre das einer der ersten Stände gewesen, dann wäre ich ja schon völlig aus den Wolken gefallen. Aber es war einer der letzten Stände und es war noch alles da. Und ich war gar nicht mal so früh auf dem Flohmarkt. Ich war tatsächlich erst um kurz nach 8 da oder so. Er fängt auch erst um 8 an. Ne? Aber es waren schon viele Leute da, dementsprechend. Eigentlich wollte ich, ich war bis um 2 Uhr nachts wach. 2:30 sogar, weil ich ja noch Hörspiel gehört habe. Und hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich um 7 dann schon wieder wach bin. Aber Kater sagt nein, nichts mehr schlafen. Dementsprechend war ich um 7 wach. Hab mich dann noch so ein bisschen durchgequält bis 7:30 und hab dann gesagt, ach komm, na, schnell unter die Dusche, alles fertig machen, na, bisschen rasieren, überall Deo hin, frische Klamotten an und gib ihm. Und dann bin ich los und dann war ich dann na, rechtzeitig da. Ist auch nicht so wahnsinnig weit, das mit dem Bus klappt ja auch hier immer relativ gut. Na, und dann war schön, war sehr, sehr schön. Und es ist ja wieder viel Geld auch, eigentlich gar nicht, weil wenn man bedenkt, dass die 9 Euro gekostet haben. Ich freue mich auf jeden Fall total. Ich hatte schon befürchtet, dass ich euch gar keinen Haul zeigen kann jetzt, aber da ist er. Da ist er, der Haul. Ja, und ja. Mehr gibt es hier nicht zu erzählen. Aber doch, ganz zum Schluss gab es noch einen Stand, der hatte ohne Ende Schallplatten und ohne Ende Comics. Der hatte aber seinen Stand so blöd aufgestellt, dass man die Comics von hinten blättern musste teilweise. Der hätte einfach die Kiste drehen müssen, aber gut. Na, und es waren viele tolle alte Sachen dabei. Es waren Heidi-Comics dabei, Pinocchio-Comics, Nils Holgersson, Sport, Billy, Vanessa, Spukgeschichten, eigentlich genau mein Ding. Ne? Teilweise Schlumpf-Comics, von diesen Schlumpfheften eher. Dann hat er dabei gehabt U-Comics, verschiedene Comicbände, ganz viel alte Marvel-Sachen. Wirklich jede Menge Zeug, was ich eigentlich auch super gut finde. Aber es war alles so kreuz und quer geteilt und ich hatte irgendwie keinen Bock auf die alten Hefte in dem Moment. Ich habe das alles durchgeblättert, alles, bis zum Schluss und ich habe nicht eine Sache mitgenommen, nix. Nix, ich habe das alles stehen gelassen. Ja, warum? Ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht auch schon Ermüdungserscheinung, was diese Sachen angeht. Ne? So Heidi-Comics hätte ich eh liegen gelassen, aber Sport-Billy finde ich ziemlich witzig und so. Aber das ist alles so alt, das kann man einmal lesen. Ich habe natürlich immer die Hoffnung, dass Flash Gordon, Captain Future dazwischen liegt. Und wenn Captain Future dazwischen liegt, bin ich natürlich dabei, nicht? Ja, was hat 2 Daumen und hat Bock auf Captain Future-Merch? Ibsen hier. So. Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten. So sieht's aus. So sieht's aus. Ich bin nämlich durch. Haha. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat's wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns wahrscheinlich in einem der nächsten Videos. Ihr seht mich. Ich sehe euch nicht, aber ihr könnt kommentieren, dann sehe ich euren Kommentar. Das ist doch, ne? Denkt dran an, ja, ne? Sonst habe ich alles genommen. Habe ich doch gerade schon gesagt. Ich leier doch immer den alten Satz runter zum Schluss. Warum rede ich eigentlich immer noch? Warum habt ihr noch nicht abgeschaltet? Was ist mit euch? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was ist denn los? Ach so, das Ende vom Video. Ha! Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.